Willkommen zurück zu Super Mario 63. Ja, warum ich jetzt hier bin, liegt an einem Secret. Ich weiß, ich bin verdammter. Moment, da war ein Schalter. Oh, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht noch. Ja, gerade so. Oh, da muss man richtig gegen ankämpfen, ey. Boah. So. Das war das eine, was uns noch gefehlt hat. Und verdammt, ich hatte echt gedacht, ich schaffe das ohne nachzugucken. Ich hätte nicht gedacht, dass da solche schweren Rätsel drin vorkommen. Ja, ich meine so, mir war schon klar. Starcoin. Natürlich müssen die schwer versteckt sein. Aber hier diese Secrets, wenn man das wirklich zu 100% lösen will, dann. Boah. Scheiß Fisch, ey. Ja, mein Koopa umgebracht und haben wehrlosen Koopa. Ja, was mache ich jetzt eigentlich? Überhaupt, was macht dieser Flyguy da? Also mit dem komme ich da jetzt überhaupt nicht zurecht. So, da wäre ich da. Und gerade leckt es wie Sau, wie man unten an der Quali-Anzeige sieht. Wieso springe ich da nicht einfach runter? Das geht doch einiges schneller. Man merkt sofort, dass es eigentlich gedacht war für den ersten. Oder halt für Gruppe A. Also man konnte es schon wissen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viel Skill. Habe ich da hochgekommen, ja? Obwohl, doch. Natürlich. Natürlich. Kein Problem. Och. Machen wir das Ganze halt so. Nun segel ich vorbei, okay. Ich hoffe, da gab es jetzt keine Starcoin. Hey! Ja, ich guck noch mal. Wieso? Wir sind noch lang nicht so weit hier. Okay. Uns fehlt jetzt noch das da, Gruppe C. Und die Redcoin-Mission. Obwohl, dann hätten wir ja alles. Und das da können wir erst freispielen, wenn wir alle Starcoins haben. Und die fehlen uns noch in bei Bowser. Oder? Castle Secret Dark Circus. Das wird wahrscheinlich das nächste sein, was ich mache. Bei Bowser hatten wir es. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist. Ja, das ist der letzte von Bowser, ja. Ja, das ist der letzte von Bowser. Gut. Und dann sind es tatsächlich 64, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Dann begeben wir uns mal in Bereich C. Wahrscheinlich der Bereich, wo wir am längsten waren. Kann ich mir so vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich denke mal. Und zwar war das. Ja.
Man sich ja denken können, warum ist da ein Bild? Nicht um reinzuspringen. Ja, ich habe zuerst gedacht, da müssten wir reinspringen. Hab mich total gewundert, wieso das nicht funktioniert. Und jetzt war da doch ein Secret. Eigentlich wollte ich ja hoch. Einfach nur hoch. Das will mir nicht glücken. Das heißt, ich muss doch da lang. Ach du Scheiße, da brauche ich Metal Mario. Und da brauche ich die andere Düse hier. Und da brauche ich, ja, da brauche ich. Interessant. Ah, wir brauchen das. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Hat lang gedauert, aber ich habe es kapiert. Tatsächlich. So. Ups. Na gut. Jetzt muss ich den mal nutzen. Und passiert jetzt? Probiert er jetzt erst. Ah, Wasser steigt noch mehr. Ist das gut oder schlecht? Sieht fast gut aus. Nein, da komme ich noch nicht dran. Hat mich auch gewundert. Also es scheint langwieriger zu sein. Da ging was. Was? Erst da bekommen wir das? Okay. Nein, dadurch steigt es ja wieder. Also nochmal. Ich hab eine Theorie. Erstmal. So. Und dann kommen wir jetzt zu dem hier. Dadurch sinkt das Ganze wieder. Wir kommen hier durch, dadurch, dass wir unsichtbar sind. Und hier kommen wir durch. Klasse Theorie. Yes. Kommen wir zu dem Moment, worauf ich gewartet habe. Okay, und damit aktiviere ich die Bombe und mit der Bombe komme ich dann da hoch. Muss den Wasserpegel auf die höchste Stufe stellen und dann bin ich soweit. Dann habe ich das Level geschafft, ja. Wollte ich ja gerade sagen. Ich muss doch nochmal hier hoch. Dauert mir jetzt gerade mal zu lang. Ihr wisst, ich habe ne jetzt neuerdings mehr Zeitdruck. Das wollte ich eigentlich noch nicht. Ich wollte auf die höchste Stufe noch. Oh, das war nicht die höchste. Yeah.
Das war die höchste Stufe. Höher geht's, glaube ich, nicht mehr. Das muss höher gehen. Hä, das gibt's doch nicht. Natürlich geht es höher. Muss ich doch irgendwo was übersehen haben. Ah ja, den da habe ich übersehen. Ja, das war der richtige. Oh. Mir wäre vielleicht. Nee. Das löse ich jetzt so. So. Und damit wären wir an dem. So, jetzt frage ich mich nur, wo war die Starcoin? Hallo, Starcoin. Ich bin mir sicher, da war noch eine Starcoin. Die hier nämlich. Castle Secret Star Kursus. Ja, das war nämlich ein Secret, eindeutig und. Eins der letzten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon aufhören soll. Nein, wir fangen jetzt noch mal mit Bowser Red Coins an. Ja, das kommt auch noch auf uns zu. Das wird schwer. Das wird eine richtige Herausforderung. Das wird eine richtige Herausforderung. Da kann ich nämlich gleich mal den nächsten Part dranhängen. Sowieso, ich nehme Part total im Voraus auf. Ich habe nämlich irgendwie keine Lust mehr. Wir müssen hier von vorne anfangen. Und auf dem Weg sind noch ein paar Red Coins. Und ich weiß nicht, ob die nee, die werden nicht gespeichert. Wenn ich rausgehe, dann bin ich raus. So. Da kommt man gar nicht hoch, oder was? Ach nee, da konnte ich jetzt gerade nicht springen. In dem Moment konnte ich nicht springen. So, auf den habe ich gewartet. Und, ach du Scheiße. Und die ganzen Skelettvögel und, boah. Puh. Da ist zum Beispiel eins. Nein, ich wollte doch gar nicht runterspringen. Ja, gut. Habt ihr das gesehen? Da geht's weiter. Aber nur ein Verrückter würde da lang gehen. Und wer hätte es gedacht? Ich bin verrückt. Nein. So verrückt auch wieder nicht. So, da oben war noch eine rote Münze. Boah, was? Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Ah, da muss ich lang, stimmt. So, und da kommt man ja auch nur ran, wenn man. Ups. Da hatte ich gedacht, dass er vielleicht genau an meine Füße fliegt, aber das hat er nicht.
Okay. Oh ja, stimmt, da kann ich ja noch gar nicht ran. Nein! So geht das. So, ich muss jetzt auch Schluss machen. Also, bis zum nächsten Part und ciao.